Ja, nee, toll. Was macht das kleine Gör da drin? Ja. Saturus Memo 3. Tja, das ist eine Überraschung. Mit dem Mobiltelefon kann man sich bewegen. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber wenn man anruft, gelangt man dahin, wo sich das andere Telefon befindet. Aber aus irgendeinem Grund funktioniert es nicht, wenn ich mein eigenes Mobiltelefon anrufe. Das war das Erste, was mir in den Sinn kam, aber das wäre wohl zu einfach gewesen. Okay, hier ist nichts drin. Hier ist auch nichts drin. Und hier ist auch nichts drin. So. Okay. Ah, da. Du hast den. Wir haben den. Die Schlange, Leute. Zack. Okay, was ist hier? Warum zeigst du mir das an? Hier hat sich mal etwas befunden. Endertoll. Und auf dem Bett habe ich auch noch was gesehen. Ja. Hotelmemo. 369. Ah, was ist das für eine Nummer? Na gut. Dann wollen wir uns jetzt noch nicht dem Koffer zuwenden. Wow, lauter Kinderhände. Hey, ich will das haben. Aber offensichtlich geht das nicht. Na gut. So, und was ist hier? Das kann ich nicht benutzen. Na gut, dann werden wir uns jetzt dem Koffer zuwenden. Zack. So. Öffnen muss ich jetzt Rätsel lösen. Ja, genau. 369. Was? 3. Ah, 3. Ah, okay. 3. Ha! Oh, wunderbar. What the hell? Ein Mobiltelefon. Das ist doch schön. Okay, da ist eine Katze. Da werden wir erstmal speichern. So. 6 Stunden und 46 Minuten. Genau. Okay, so, was ist hier? Gibt es hier noch irgendwas? Sie wurde zu einer unheimlichen Zeit angehalten. 4.44 Uhr. Ein typisches Selbsthilfebuch. Von was, bitte? So, jetzt gucken wir erstmal in die ekelhafte Dusche. Okay. So. Ja, genau. Ich gehe auch immer in die Toiletten, wenn jemand duscht. Die Zahnbürste sind unbenutzt. Okay. Oh, oh. Seht ihr das, Leute? Kannst du den auch hier... ja, genau. Kannst du. Juhu! Wo ist sie hin? Zahllos Notizbuch 3 erhalten. Als nächstes der Todesfall in einem Hotel. Ihr Name war Shoji K. 32. Eine Büroangestellte auf Geschäftsreise. Hotelangestellte sahen in ihrem Zimmer nach, als sie morgens nicht auscheckte. Und fanden sie tot in einem Sessel. Auf dem Tisch stand ein Laptop. In der rechten Hand hielt sie ihr Mobiltelefon. Man konnte feststellen, dass sie am Abend zuvor noch bis 22 Uhr Nachrichten an ihren Chef geschickt hatte. Der Tod muss also danach eingetreten sein. Sie haben allerdings nicht übers Telefon miteinander gesprochen. Es gab keinen Hinweis auf einen Eindringling. Und die Polizei kam zu dem Schluss, dass kein Verbrechen begangen wurde, da das Zimmer komplett verschlossen war. Die Todesursache wurde aber bisher nicht bekannt gegeben. Na toll. Das Geräusch gefällt mir gar nicht. Auf, du Sau! Ja, geil. Geh bloß weg. Ja, hau ab, hau ab, hau ab, hau ab, hau ab. Hau ab von mir, du ekelhaftes Vieh. So, was, du hast dir das auch noch angezeigt. Das ist, da ist ein Föhn. Vielen Dank, Sherlock, für
für diese großartige Neuigkeit. So, was gibt es hier? Da ist offensichtlich nichts. Okay, dann nehmen wir die andere Tür, die ich nicht aufmachen kann. Kann ich hier raus? Na toll. Okay. Oh, ich kann hier, glaube ich. Ah, ich kann hier was aufnehmen. Wenn wir es gleich mal tun. Zack. Okay. Mal gucken, was wir jetzt hören werden. Schauen wir mal. Wow, sehr nüchtern. Okay, ja, das passiert bei einer Fernbeziehung. Na. Aber die hat ganz schön nüchtern Schluss gemacht. Ein Ölgemälde. So viel kann ja die Beziehung ja dann nicht bedeutet haben. So, und jetzt? Kann ich jetzt ja nochmal durchglotzen? Nö. Aber es ist seltsam, dass ich die nicht aufmachen kann. Sondern nur die. Kann ich da rein? Aber hier ist wirklich nichts drin. Okay. Ja, okay. Ja, genau, da wurde die Schminke verteilt. Tja. Na gut, gucken wir mal in mein Telefonbuch. Na gut, ich würde sagen, dann rufen wir jetzt die andere Nummer an. 9 7 4 9 4 5 8 2. Ja, klingt doch gut. Was sagt mein Zettel? Wessen Nummer ist denn das? Ah, von dem, okay. Ich sag's euch nicht, denn ihr sollt euch überraschen lassen. Anscheinend muss man sein Mobiltelefon zurücklassen. Oh nein, jetzt bin ich wieder hier. Na gut, ich wusste es ja. Und das Ding ist natürlich noch zu. Überall, das kannst du wieder erkennen, oder was? Und warum habe ich keine Lampe mehr? Anscheinend keine Verbindung. Okay. Ach da. Mobiltelefon. Und da ist eine Katze. So, okay. Ja, Leute, das sieht doch gut aus. Ich denke, ich mache für heute mal einen kleinen Cut. Und wir suchen das Licht und die Nummer, um hier noch rauszukommen. Das ist im nächsten Part, wenn es wieder heißt Calling. Bis dahin, Leute. Tschüss.